Wie? Hä? Mach ein Foto? Am Ort der Nähe der Statue. Hä? Ist es jetzt nochmal oder geht's weiter? Das ist gar nicht realisiert, ich habe gar nicht aufgepasst hier. Das ist was anderes, okay. So, da waren wir eben. Okay, hier ist die Steuerung besser als mit dieser scheiß Drohne da. So, wo ist denn das? Diese Statue hier. Hä? Dann sagt einer einfach hier ein Foto machen in der Umgebung, aber ist doch doof, wenn ich es nicht finde. Ach, fotografiert die Stelle nahe El Arco. Ach so, ach, ich muss nicht in. Ach so, die Stelle, nicht die Statue. Lol. Da ist sie! Direkt in der Sonne, so wie es im Buch steht. Bei UT 2004 war das okay, so, dass die. Das finde ich unheimlich. Sie ist der Rocket Launcher sich so gedreht hat. Vorhin lag ja alles noch in leider nie im Spiel kam er raus vielleicht wie OT und Quake übersehen, so wirklich. Aber jetzt will ich unbedingt noch mehr dieser mysteriösen Statuen finden. So, mal kurz ein bisschen Hände entspannen, weil ich lehne mich komplett auf die Unterarme. Es tut voll weh. Hola, mi amiga. Und tut quasi das Blut fast. Ich habe das Tagebuch immer und immer wieder gelesen. Ich glaube, dass Lady Sidneys Expedition ins Landesinnere kam, aber... No sé, es ist schwer, Beweise zu finden. Bleib, wo du bist, bin schon unterwegs. Horizon Mexico kriegt nicht genug von dir. Du bist einer unserer größten Superstars überhaupt. Wie wär's, wenn wir dich in die Ruhmeshalle aufnehmen? Du bist sowieso unterwegs dahin. Auszeichnungen für Auszeichnungen, Abenteuer für Abenteuer. Ich glaube, die Story hört nie auf in dem Spiel, oder? Ich kann nicht einfach mal mich in Ruhe hinsetzen und fahren. Reisenbacher, was? Ideale Lage für den Querfeldein-Außenposten. Na, testen wir mal. Aber ich muss schauen, wo ich jetzt bin, denn... Du, Alex, Ramiro und jeder einzelne Fan schreibt hier in der mir Nähe fragt, waren noch andere... Eröffnet. Story-Sachen. Ich sag allen demnächst, ja? Ich dachte schon, mein Mikrofon ist aus. Okay, okay, alles gut. Amiga! Ich finde, wir sollten... Ja, nee, dann machen wir erstmal hier weiter, wenn wir eh schon so nah sind in dem Ganzen. So nah? Lol. Okay, dann, wenn wir so fahren, ist das näher. Hab gehört, Toro Loco soll wieder antreten. Oh Gott, Toro Loco. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Toro Loco ist halt wieder so komisch driften. Ne? Das größte Offroad-Rennen der Welt stattfindet. Und falls noch Zeit bleibt, können wir ja an Außenposten. Ja, war auf jeden Fall geil damals hier die Zeit, hier locker. Und ich hab ja wegen Quake, wegen sowas auch nie wirklich COD oder sowas gespielt, denn ich habe halt gesehen, es war einfach nicht wie Quake und hab's nie gefühlt. Aber vielleicht wäre es gar nicht so scheiße gewesen als Shooter-Fan, nur ich konnte halt nicht Shooter spielen wegen Gamesweek, ich musste Pause machen. Sonst hätte ich ja Quake oder Tier weitergespielt. Aber ich hab doch WoW angefangen und neben WoW ist natürlich was anderes zu zocken. In 400 Metern rechts abbiegen.
Und ich bin mittlerweile so weit und akzeptiere, dass ich einen anderen MMO, nicht WoW, suchen muss. Das Wichtigste, was passieren muss, Jeroka, dass wir beide gemeinsam in Alien grinden. Das wäre mein Traum, Kappa. Das wäre mein Live-Goal. Toro Loco ist ein echter Profi, ein wahrer Technico. Damas y Caballeros, in der nächsten Runde präsentiere ich Toro Locos würdigen Gegner! Weißt du, ich finde das ein bisschen crazy mit diesem Toro Loco da. Mit dem Gong steigen die beiden Autodores in den Ring! Technikus halten sich an die Strecke. Runos kürzen am liebsten ab. Ohne Geschick hat man keine Chance, diesen Kurven. Hätte ich jetzt Handbremse nutzen können? Na klar, raus damit. Gar kein Problem. Das Schlachtfeld ist die Bahnstrecke. Boah, die Scheiße. Die Profis heute schlagen. Okay, das war wild. Diese Brücke ist den Championen der Ring nicht gewachsen. Ich traue meinen Augen nicht. Los Luchadores verlassen den Ring. Nicht schlecht! Dieser Luchador wird sauer! Was erzählt der hier eigentlich? Verstehe ich nicht. Das heißt, der Ringfall hat eine Abkürzung genommen, oder was? Aber der muss doch auch durch die Fähnchen fahren. Bei jedem Rennen Fahrzeug fotografieren, kannst du auch was freischalten. Okay, da muss ich nachher nicht mehr. Magnifico! Was für... So wie jetzt zum Beispiel? Einfach so random oder wie? So oder was? So? Okay, ist doch kein Problem. Mach ich, danke dir. Ach, schau mal an. Foto enthält ein Auto, Foto außerhalb des Casabella-Hauses geschossen. Das ist ja wild. Cool. Das ist ja easy. Ich dachte, es kommt irgendeine Challenge, die ganz schwer ist. Aber Foto, lass ich mich ein drauf. Ach, den Rivalen auch am Anfang. Diese wundervollen Kaminos in der Wüste. Oder, ach so, gleichzeitig vielleicht sogar. Okay, stimmt. Ja, zur Not kann ich das Event ja nochmal starten und einfach nur ein Foto machen. Mal schauen, was ich, wenn ich jetzt nur einen Stern kriege oder so, ist da kacke. Wer gewinnt heute? Mal schauen. Triunfador, Kampion! Toro Loco ist siegreich! El Gran Final! Was für ein Match! Aber wartet nur ab! Es wird noch gigantischer! Oh, okay, dann machen wir es neu. Bei 2,40, okay. Was für ein brutaler Rodo, dieser ein Stern muss nicht sein.
Problem. Ach du Scheiße. Das ist ein scheiß Foto. Foto außerhalb des Casabella-Hauses geschossen. Ist das, muss ich hier später schießen? Gong, steigen die beiden Autodores in den Ring! Okay, das ist was anderes. Okay. Technikus halten sich an die Strecke. Rudos kürzen am liebsten ab. Ach shit, ich hab's nicht mehr gesehen hier. Ohne Geschick hat man. Ich schau halt nicht immer auf die. Auch die Minimap und die Strecken sind halt, die Streckenführung ist halt nicht so offensichtlich manchmal. Muss ich ehrlich sagen. Das Schlachtfeld ist die Bahnstrecke. Wie werden sich die Profis heute schlagen? Bis den Kampion ist der Ring nicht gewachsen. Ich traue meinen Augen nicht. Los, Luchador, vorher war der Typ halt komplett weg. So war zumindest noch zu sehen. Keine Ahnung, was er gemacht hat vorher. Nicht schlecht. Dieser Luchador wird sauer. Oh oh. Nicht geil, wenn nach einer Kurve eine Chance kommt, wenn man da nicht gerade steht. Ist mir vorher nicht so aufgefallen. Nach dem Sprung hier, dann noch eine Kurve, ist auch nicht so geil. Juckt. Anscheinend muss es ein Auto enthalten und es muss außerhalb des Hauses sein. Vielleicht. Keine Ahnung, welches Haus genau. Steht da. Ein Foto da. Muss mal schauen, welches Haus es ist und dann außerhalb des Hauses halt Foto schießen. Die Paletten halten doch keinen Wrestler auf! Es geht auf die Zielgerade zu! Wer gewinnt heute? Triunfador, Kampion! Toro Loco ist siegreich! El Gran Final! Was für ein Match! Aber wartet nur ab, es wird noch gigantischer! Okay, dann bleiben wir bei 1. Kein Bock, Nummern zu fahren. Ist auch nicht so spannend, das Rennen jetzt da. Wird spannender dargestellt, als es wirklich ist. Alex hat sich nach dem klassischen Offroader erkundigt. Hol dir den Jimmy, bevor er es tut. Eieieiei, Ihole! Ruhig, Ramiro. Was ist los? El Forzudo hatte Toro Loco herausgefordert. So, dann haben wir hier noch welche. Ich glaube, hier geht's sowieso vorbei. Ich hab's in sicherer Entfernung zu den Gebäuden aufgestellt. Schon unterwegs. El Forzudo? Der Erzfeind von El Campeón, oder? Sí, híjole, das ist einfach unglaublich. Ich
sicher. Sage Toro Loco Bescheid. Toro Loco. Einfach Spitzname haben hier im Wrestling. Ich weiß echt nicht genau, was das Verrückteste mit auf sich hat. Dann ist da so eine Art Wrestling? Dingsbums? Keine Ahnung. Sehr wild. Erstmal Nase jucken. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. So fahre ich eigentlich heute so genau. Ich hatte doch Bock, aber fahren hier irgendwie. Mal bin ich immer querfeld eingefahren. Du hast dein Ziel erreicht. Dankeschön. Boccio. Sprung? Immer. Den Kratzern am Unterboden nachzuurteilen, wäre das nicht der erste Sprung von diesem Wocho. Na dann, bin ja mal gespannt. Bin gespannt. Hast du eine Route? Ist festgelegt. Hat sie auch gesagt, bin gespannt. Ich auch. Ganz wild. Sehe nichts. Einfach gar nichts. Super. Wow. Alles okay? Okay. Ja. Ich hätte sogar Lust auf noch eine Runde. Aber ein anderes Mal. Papa Fernando war ein Draufgänger, der Veras. Er hat sich so manchen Ärger eingehandelt. Und der Wocho war daran nicht ganz innocente. Er wollte nur seine Unschuldig, oder was? Aleja. Das verstehst du doch. Klar. Du hast recht. Das tun gute Mechanikas. Ich mach mich dann mal wieder auf zur Garage. Bis bald. Oh, zwei nur? Ach, ich hätte weiter... Komm, also hier können wir doch drei probieren, oder? Neu versuchen. Jetzt schaue ich bestimmt nur noch eines oft so. Ich probiere es einmal. Bin gespannt. Und dann mache ich zwei, das dritte Mal, zweite Mal mache ich nur noch einen. Wir können aber auch Third Person hier machen, glaube ich. Ach, schon wieder? Stimmt. Danke fürs Erinnern. Ganz verrückt hier. Aber muss es das Ding nicht immer beide parken? Boah, so krass, ist wild. Ist die Zeit eigentlich nicht egal? Ich habe jetzt irgendwie nach hinten gedrückt oder so, keine Ahnung. Okay? Ja. Ich hätte sogar ob ich das im Lenken kann im Fliegen? Aber ein anderes Mal. Papa Fernando war ein Draufgänger, der Veras. Er hat sich so manchen Ärger eingehandelt. Und der Wocho war daran nicht ganz innocente. Er wollte nur seine Grenzen austesten, Aleja. Das verstehst du doch. Klar. Ja. Du hast recht. Das tun gute Mechanikas. Ich mach mich dann mal wieder auf zur Garage. Bis bald. Wie jetzt? Ja, wie jetzt? Hä? 166 brauche ich?
gespannt. Hast du eine Route? Ist festgelegt. Los! Okay. Okay, das glaube ich nicht mehr. Ich dachte, ich kann hier schon. Also ich muss an dem ganzen Ding da vorbei erstmal. Okay. Ich versuche halt. Gerade los. Okay, mal gucken. Bin gespannt. Ist das nicht, ist das nicht auch ein umgebauter Käfer? Ach, das ist doch. Also. Das Ding ist doch so wackelig, das ist Wahnsinn. Das erkennt man aber hinten, das ist der Käfer, ne? Hinten am Ding. Ich müsste halt hier so Geschwindigkeit kriegen. Aber du. Wenn immer Autos kommen, ist das auch blöd dann. Ich kann nicht die Spur halten mit dem, weil der so empfindlich ist. Was super. War 160? Wow, alles okay? Ja. Kann man das hier nicht abbrechen? Ich hätte sogar Lust auf noch eine Runde. Aber ein anderes Mal. Papa Fernando war ein Draufgänger, der Veras. Er hat 166. sich so manchen Ärger eingehandelt. Scheiße. Und der Wocho war daran nicht ganz innocente. Er wollte nur seine Grenzen austesten, Aleja. Das verstehst du doch. Klar, du hast recht. Das tun gute Mechanikas. Ich mach mich dann mal wieder auf zur Garage. Bis bald. Und jetzt soll ich mir echt jedes Mal das Gelaber anhören? Aber ich kann da nicht schneller fahren, der war ja schon am Limit, oder? Hast du gesehen? Der war ja schon auf 170 oder so. Hm. Wenn ich jetzt hier so schön fahren könnte, ohne auszuweichen, einfach so hier schon die Kurve nehmen. Ja, stopp. Was? Ich hätte auch nicht rechts vorbeigekonnt. Das wäre auch nicht gut. Ich hab's riskieren müssen. Bin gespannt. Hast du eine Route? Ist festgelegt. Los! Das ist nicht schneller. Ich muss ja neben dieses Schild da kommen. Ich darf halt doch den Baum nicht ran, oder? Ich fahre mal hin, mach den Baum kaputt. Dann fahre ich nochmal zurück und tu das dann. Weil der Baum habe ich auch gebremst. Aber 170 ist Ende. Ne, 100. Achso, okay, warte. 190 sogar. Oh, okay. Schau mal, ich komme halt hier. Alles kaputt machen. Und ich muss ganz weit rechts springen, damit ich nicht in diese Säule da reinkomme. Ja, und das Auto ist halt nicht wirklich stabil. Weil es so krass gefedert ist. Und wie viel? 156? Super! Wow!
Alles ach okay? Nö, also jetzt ist ja. Doch gut. Ich hätte sogar jetzt Lust muss ich mir 10 Sekunden das Gelaber anhören, also das macht keinen Spaß. Papa Fernando war ein Draufgänger, der Veras. Er hat sich so manchen Ärger eingehandelt und der Wocho war daran nicht ganz innocente. Er wollte nur seine Grenzen austesten, Aleja. Das verstehst du doch. Klar, du hast recht. Das tun gute Mechanikas. Ich mach mich dann mal wieder auf zur Garage. Bis bald. Also. Bin gespannt. Hast du eine Route? Ist festgelegt. Los! Das musst du mir auch mal zeigen, Jeroka. Vielleicht mit der Konsole aus dem Bett. Dachte ich mir auch hier so durch, ne? Einfach so. Und hier war vorhin so ein Hügel. Aber die Geschwindigkeit, guck mal. Ich krieg keinen Speed hier. Bin gespannt. Hast du eine Route? Genau, deswegen. Deswegen hatte ich mir überlegt, mit Controller einfach. Boah, aber mit dem Gegenverkehr hier. Ja, und da ist halt sehr, sehr viel Story. Ich habe ja keine Lust auf Gelaber und Gedings. Und das fand ich jetzt so geil in Elain. Einfach FFFFFF und Autorun. FFFF Autorun. FFFF Autorun. FFFF Autorun. FFFF Autorun. Gar keine Lust, irgendwelche Karten zu lernen und mir zu merken, wo ich hin muss. FFFF Autorun. Fertig. Das wird einfach ultra. Nur 82, so schnell war ich noch nie. Super! Wow! Alles okay? Ich hätte sogar Lust auf noch eine Runde. Aber die Main Crew muss man ja machen, oder? Ich glaube, einen Meter noch Blader, oder? Der Veras. Er hat sich so manchen Ärger eingehandelt. Und der Wocho war daran nicht ganz innocente. Er wollte nur seine Grenzen austesten, Aleja. Das verstehst du doch. Klar. Du hast recht. Das tun gute Mechanikas. Ja, Grindlastig ist der WoW ja auch nicht. Bis bald. Aber Story bin ich halt jetzt. Story ist halt jetzt so nicht mein Ding. Ich will jetzt Story skippen, damit ich. Bin gespannt. Hast du eine Route? Nicht weiterkommen. Aber Problem ist, was mache ich am Schluss? Was ist denn mein Ziel? Ich will eigentlich irgendwas spielen, was Solo-Content zu tun hat. Mehr Solo-Content. Ich habe genug von anderen Leuten. Elion, kannst du dir aussuchen, ob du es alleine spielst oder mit anderen. Scheißegal. Keine Lust auf Gruppensuche, keine Lust auf irgendwie zu interagieren, wenn ich muss. Nur wenn ich unbedingt, wenn ich will. Ich muss über 180 kommen. Ich will halt einfach was anderes. Bin gespannt. Hast du eine Route? Ich will eigentlich nichts WoW-ähnliches. Bis jetzt habe ich immer gesucht, was WoW ist, aber nee, das hatte ich. Was anderes.
Ja, fahr halt genau dann dahin, du Stück. Also. Aber ich glaube, man muss hier einiges freiräumen. Man hat, glaube ich, nicht umsonst hier so viel Platz hier. Wie viel Zeit, meine ich? Schau mal. Du hast 2 Minuten Zeit. Und warum darf man nicht öfter springen? Man macht da gleich aus. Schon hier. Volles Pech. Ja, vielleicht reicht mir das so ein bisschen, das Kampfsystem. Vielleicht, das Kampfsystem nutzt du ja beim Grind auch. Vielleicht ist das halt genau das, was ich ja brauche, weißt du? Nach dem ganzen anderen Zeug. Ob das für ewig so ist, weiß ich ja nicht, aber vielleicht aktuell. Ach komm, also du kannst diese Kiste nicht kontrollieren. Das habe ich jahrelang in WoW gemacht. Am ersten Tag so schnell wie möglich Max-Level erreicht. Ich finde, wenn das Spiel schon das Endgame während des Levels hat, ist ja auch nicht schlecht. Das hat ja, du machst ja mit Endgame nichts anderes, glaube ich. Du hast, glaube ich, genau das Gleiche. Und dann musst du ja nicht... Dann musst du ja nicht Max werden. Ja, komm, ich mach's jetzt noch einmal. Gut, ich will weiterkommen. Bin gespannt. Hast du eine Route? Bei mir schon der erste. Bei mir schon. Mir war das scheißegal. Ich wollte am ersten Tag Endlevel werden. Fertig. Das war einfach mein Ziel. Ja, einfach, mir ist egal jetzt die Sterne, weil das ist langsam einfach nur doof. Egal, 165 war verbessert, aber wurscht. Wow. Ich dachte mir, hey, das ist eine Challenge, okay, wo man vielleicht 10 Mal probieren kann und dann ich passt hätte sogar das. Lust auf aber, noch eine Runde. Ja, egal. Aber ein anderes Mal. Papa Fernando war ein Draufgänger, der wäre das. Er hat sich so manchen Ärger eingehandelt und der Wocho war daran. Aber irgendwie genau das, was du schreibst, genau das gefällt mir. Er wollte nur seine Grenzen. Genau das, was du schreibst, genau das finde ich geil. Du doch. Klar. Dann mache ich halt meine 5 oder 6 Stunden und bin jetzt aber erst 10%. Ich mach mich dann mal wieder auf zur Garage. Weil ich spiele das sowieso noch 2, 3, 400 Stunden. Dann ist es scheißegal, ob ich dann noch 10 Stunden mehr oder weniger mache. Also, finde ich voll geil. Triff mich in der Werkstatt. Ich habe Papa Fernando in einem alten Automagazin gefunden. Es enthält jede Menge Infos darüber, was er mit dem Wocho gemacht hat. Kannst kaum erwarten, etwas davon auszuprobieren. Jo, bis gleich, Blade. Für Handling und Kurven könnten wir hier hin. Für Geschwindigkeit auf der Geraden hier. Jo, was hat am nächsten? Hatte ich hier ist noch eins? Nee. Ich bereite Och, die Geschwindigkeitsstrecke vor. Wart's ab, bis du die siehst. Ja gut, die Story ist da nicht ganz cool. Ich sehe dir einfach als Challenge jetzt hier. In 100 Metern links abbiegen. Ich glaube, dass bei mir einfach so ist, dass... also Diablo ist schon sehr, sehr krass. Also Diablo, wenn du dauernd Rifts machst, drehst du irgendwann auch durch. Da siehst du, dann
probierst du immer das Gleiche wieder und dann kriegst du halt die Items auch nicht. Diese ältesten Items, oder wie die heißen, schaffst du halt nicht. Und dann probierst du den Rift dort 100 Mal und hast immer noch nicht das Item. Das ist halt schon krass. Aber das macht man halt dann mal 2 Wochen oder auch manchmal nur 3 Tage und gut ist. Und ich finde, das, was ich bis jetzt in Alien gemacht habe, mit dem Tank und der Priesterin, würde ich gerne mit anderen Chars auch machen. Ja, und das ist ja bei Alien auch. Durch die Klassen immer was anderes. Mit sechs Klassen die gleichen Sachen zu machen, ist für mich einfach wie ein neues Spiel. Und mir gefällt ja das Kampfsystem. Und je mehr Mobs ich töten kann, desto mehr darf ich kämpfen. Du hast dein Ziel erreicht. Ja, das ist halt zu sehr das Versteifen auf das Max-Level. Ich habe ein bisschen dran gearbeitet. Könnte bei dem anderen ist es der Weg zu, bei dem anderen ist das Endgame der Weg zum Max-Level, anders fängt das Endgame beim Max-Level an. Mir gefällt deine Denkweise. Ja, aber du musst halt trotzdem. Diese Karre hat's drauf. Du musst ja trotzdem aufpassen und mit verschiedenen Chars machst du doch andere Sachen. Ja, im Endeffekt ist es egal. Wenn dir gefällt es so, mir gefällt es anders. Und ich feiere das halt so, wie ich es halt mache. Als ich den Motor gereinigt habe, fand ich Riefen um die Luftfilter herum. Papa Fernando hatte sie verbreitert, um die Luftzufuhr zu verbessern. Ja, hast du gesehen, was er da an sich hatte, der Käfer, ey? Das ist ja so eine VW-Challenge oder was, die ganze Zeit habe ich gesehen. Das Zeichen ist sogar ein VW. Alter, was ist das für... Es ist ein Twin-Turbo oder was jetzt? Kannst du ja gar nicht hier locker schlecht reden. Du kannst 300 Millionen mal sagen, gespielt ist nicht geil, ich spiele es trotzdem. Also das... Da bin ich ja nicht so beeinflussbar. Wir sagen ja nur jedem, was einem gefällt, was ihm nicht gefällt. Da sind wir ja, glaube ich, erwachsen genug. Da ist es nicht schlimm, jeder hat seine Meinung und wir können ja trotzdem quatschen. Wir sind ja keine Kiddies, die sich wegen einem Item aufregen oder so. Ich bin ganz entspannt. Der Unterschied bei uns ist halt so, dass du und, also nicht zwischen uns, sondern zwischen uns und anderen, ich akzeptiere deine Meinung, du akzeptierst meine und fertig. Und trotzdem kann man sich noch unterhalten über andere Sachen. Im Endeffekt, wenn du Vanille-Eis magst und ich mag Schoko-Eis, müssen wir uns ja nicht bekriegen. Ist jeder Eis und gut ist, so zocken wir jeder ein Spiel und Namen. Genau. Aber in der heutigen Zeit bei vielen Leuten, wenn man nicht der gleichen Meinung ist, dann gibt es immer Krieg. Hin und weg. Ich liebe dieses Beef, Auto. Wie die das nennen. Das glaube ich dir. Ich melde mich später bei dir. Ja, ist schon Schoko. Jawohl, 3 Sterne. Ja, ich bin da schon, schon gewagt ist bei mir mit Schoki. Ey, ich hoffe, die kann man nachher auch so freischalten oder kann man so spielen. Hey, schon Bock. Ich habe etwas mit dem Radsturz gespielt. Komm zu mir, wenn du mal driften willst. Ich habe auch eine Idee für einen. Bin schon ganz wild mit Schokoeis. Komm vorbei, wenn du es ausprobieren willst. Ja, wäre ultra geil. Hola, mi amiga. Das zu fahren. Hey, ich habe aber das Tagebuch immer und immer wieder gelesen. Warum sollte es eigentlich nicht geben? Es gibt es ja in der Story des Auto. Es ist schwer, Beweise zu finden. Bleib, wo du bist, bin schon unterwegs. Du musst die Landschaft genießen, so. Aber nur
den Hexer verbrennt, dass wir nicht Holz verschwenden, mit der Bücherverbrennung direkt auch. Bücher und Hexer gleichzeitig. Das muss man zweimal Feuer machen. Aber kennst solche Leute, die dann sich sowas von krass fetzen, weil sie unterschiedlicher Meinung sind? Das ist so wild. Du hast irgendwie dein Ziel erreicht. Lass doch jeden das fühlen, wo er Bock hat. Und trotzdem kann man irgendwie... kann man irgendwie, Freunde sein. Dishonored, okay. Ist das nicht mehr so... soll ich jetzt sagen, simulationslastig oder so? Oh, scheiße, Blader. Fuck. Welche Grake ist dir denn abgeraucht? Ist die schlechteste Zeit auf der Welt, dass eine Grake abrauchen kann. Hör mal, das Dorf Muleche, eine Oase der Ruhe. Wenn sie es nach Muleche geschafft hat, muss die Expedition flussaufwärts gegangen sein. Dann folgen wir dem Fluss. Es ist unglaublich. Ja, und die versuchen dann, ihre Meinung dir aufzuzwingen. Und dann versuchen die, dann sagst du, nee, das mag ich halt nicht. Ja, aber es bla, aber bla, aber bla, aber bla. Aber wenn sie wahr sind, sollten sie weitererzählt werden. Du und ich können es beweisen. Was hältst du denn von Torchlight oder so, ne? Torchlight 2 habe ich mal kurz angespielt. War ganz witzig. Kann man auch Koop spielen? Habe ich mit Schicki mal angefangen, aber hat er keinen Bock so drauf. Mir war das egal. Ich hätte auch ein bisschen weiter gespielt. Das Geile ist ja, egal was die mir erzählen in der Story, ich fahre einfach Auto. Das reicht ja schon. Ich tue mein Auto hinsetzen und fertig. Das fühlt sich gar nicht an wie 2,25, fühlt sich an wie 10 km/h Grad. Ja, das mit Agro-Management, wenn die Idee sofort drauf geht und den TBC, musst du schon noch ein bisschen die Kontinenz bewahren. Ich kenn's ja selbst, hab ich auch getankt. Also nur Tank. Und wie ist das mit Dragon Age oder irgend sowas? Ist das nicht auch so ein Single RPG? Ich vergesse immer wieder, wie schön Muleche ist. Okay. Lass uns ein paar Fotos in der Gegend machen. Hier haben Menschen schon vor tausenden von Jahren gelebt. Grund dafür sind das Wasser, der Fischfang und jetzt der Tourismus. Ein 1050 Ti. Selbst die wäre teurer zum Ersetzen, gell? Ja, das tut mir leid, dass die abgelaufen ist. Scheiße. Lady hey, Tuna, moin, was geht? Eine Brucha, eine weise Frau hier im Ort, meinte, die Statuen sehe man nur an bestimmten Tagen im Regen. Weil sie Statuen sind. Ich noch viel, habe eine Agenda, genauso ich wie Alex. Noch, die Bäume verbergen sich. Hab aber mir als gespielt, ich hab nur zugeschaut, wie jemand kennst, gezockt ja hat. Nur ein Stern? Was habe ich geschafft? Wie viel Zeit? Machen wir nochmal. Zwei müssen schon rein. Also, wenn ich ein bisschen Ruhe vor dir haben will, dann sage ich, hey komm, spiel doch mal so ein Spiel jetzt. Why not? Wie Pedro Paramo oder Sherlock Holmes. Sie hat also nie Anerkennung bekommen? Kann ich nicht einfach direkt dahin? Sie hat ihre Geschichten für ihre Enkelkinder geschrieben. Aber wenn sie wahr sind, sollten sie weitererzählt werden. Du und ich können es beweisen. Vamos, nach Muleche. Wir können im Stadtzentrum anfangen und dann nach außen fahren.
das geht schon. So unbewusst mag ich das. Das merkst du gar nicht. Das fällt da gar nicht auf. Was, die ziehen 50 DI 400? The fuck? Die ist doch gar nicht so gut. Ist doch gar kein Verhältnis. Also der Welt, der also wenn ich jetzt direkt fahre, geht's dort länger, als wenn ich da so rumfahre. Aber ich bin doch hier eigentlich viel schneller, weil es der direkte Weg ist. Ist die überhaupt vorhanden? Also ist die überhaupt lieferbar oder vor? Sieht. Lady Sydney schreibt, dass eine Brucha, eine weise Frau hier im Ort, meinte, die Statuen sehe man nur an bestimmten Tagen im Regen, weil sie Statuen von Tlaloc sind. Ich glaube immer noch, die Bäume verbergen sie. Aber ruf an, wenn du den nächsten Standort kennst, ja? Ja, lol. Easy. Geil. Einfach querfeld ein Durchschaffspiel. Ja, ich frag hier nur. Hola, mi amiga. Hey Lea. Hab hier nur gefragt hier. Noch eins? Ist das noch so ein Ding oder was? Hat wegen der Promo-Fotos angerufen. Ich habe ihr gesagt, dass ich glaube, dass Lady Sydney Wolverstone eine der ersten Entdeckerinnen war, die Champa betreten hat. Cool, bin schon unterwegs. Weiß einer von euch, was ich spielen muss, damit ich das Haus bekomme, dass ich mich hin und her porten kann für gewisse Aktivitäten? Aber trotzdem teuer, gell? Für eine 16,50 oder? Schon nicht billig. Ja, aber ich kann dir hier locker das ja so ein bisschen schmackhaft machen. Schau mal, ich erzähle was, ich rede drüber, wir schauen uns Videos an. Weißt du? Wir schauen uns Videos an. Dann sage ich, hey, das ist total cool und bla bla. Und sage, ich spiele das vielleicht auch. Und denkst du, ah ja, okay, jetzt hat er mich auf den Gedanken gebracht, ich spiele es halt. Was waren die Games nochmal? In 400 Metern links abbiegen. Ja, da können wir mal kurz schauen.